PalästinenserInnen haben sich am Sonntag versammelt, um 74 Jahre nach der Gründung Israels der Nakba zu gedenken. Dabei wird alljährlich gegen die Annexion des besetzten Westjordanlands demonstriert. Die Lage war wegen der Ermordung der Al Jazeera-Reporterin Shirin Abu Akleh besonders angespannt. Die palästinensische Amerikanerin wurde am 11. Mai bei einer israelischen Razzia in Jenin, einem Brennpunkt im Westjordanland, erschossen. PalästinenserInnen machten israelische Soldaten dafür verantwortlich, während Israel behauptet, dass möglicherweise Schüsse von palästinensischer Seite dafür verantwortlich gewesen seien. Bei ihrer Beerdigung kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen der israelischen Polizei und PalästinenserInnen. Fernsehaufnahmen zeigten, wie PolizistInnen mit Schlagstöcken auf SargträgerInnen zustürmten und Flaggen an sich rissen. In einem Polizeivideo ist ein Beamter zu sehen, der der Menge mitteilt, dass die Beisetzung der Journalistin erst dann beginnen werde, wenn die Menge ihre nationalistischen oder palästinensischen Gesänge einstelle. Das chaotische Vorgehen wurde weltweit scharf verurteilt, unter anderem von den USA, der EU, den Vereinten Nationen und dem Vatikan. Al Jazeera strahlte am Sonntag posthum einen von Abu Akleh produzierten Beitrag über die Nakba aus. Nakba, auf Deutsch Katastrophe oder Unglück, bezeichnet die Flucht und Vertreibung der PalästinenserInnen nach der Gründung Israels im Jahr 1948. Mehr als 700.000 PalästinenserInnen sind damals aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina geflohen oder vertrieben worden.